Hallöchen zusammen. Willkommen zurück. So, also, ich habe noch mal ein bisschen was gelernt. Der eine oder andere wird es eventuell gesehen haben, dass ich da ein kleines Tutorial dazu gemacht habe. Aber es ist eigentlich auch sehr interessant, wie das mit der Automatisierung hier noch tatsächlich funktioniert. Die Bell ist ja zum Beispiel hier drin. Und wenn ich jetzt hier mal sage, hör mal kurz auf, und zwar die Holzplatte mit D und dann hier so einen zyklischen. Kannst du mal bitte aufhören? Du machst zum Beispiel alle 15 Minuten L. Hörst du jetzt bitte auf? Mensch. So, also. Ich mache jetzt mal alle 30 Minuten reicht, glaube ich. Und dann machst du mir mal 100 von denen. Genau, weil dann macht sie nämlich automatisch immer wieder 100 und dann kommt sie nach 30 Minuten zurück, macht wieder 100. So ist es immer automatisiert. Es wird immer was hergestellt, immer was gemacht. Das mache ich jetzt mit dem auch. Auch alle 30 Minuten mache ich hier mal 100. Ich muss mal austesten, ob alle 30 Minuten reicht. Im Grunde genommen wird sie sich dann, ja, einmal pro Folge sich hier hinstellen und dann das Zeug mal machen. Und dann kann man nämlich auch mit der Bell auch andere Aufgaben noch tätigen, weil die wird ja hier keine Stunde dran hängen, um alles fertig zu machen, ne? Weil das sind 3 Minuten, das sind 6 Minuten, weil die hat 3 Minuten, dann eine halbe Stunde, bis es wieder losgeht. Das heißt, ich könnte ihr doch eigentlich dann den Auftrag geben. Ja, machst, kümmerst du dich. Ja, hier. Den Auftrag geben, zum Beispiel hier, wenn sie nämlich nichts zu tun hat. Kornkammer. Du wirst nämlich das hier mitbedienen. Genau, du machst erstmal da alles weiter. Du machst jetzt die Toilette, die Holzfundamente. Genau, hier werde ich jetzt aber nichts automatisieren, weil ich mir sage, ja, das, da muss ich gucken, was ich halt brauche, ne, von dem Zeug. Und was ist denn schon ganz, ganz interessant gestaltet, wenn wir hier zum Beispiel mit dem Kochen ja auch machen, hier die Pilzsuppe, ne, Material Pilz nicht vorhanden. Wir machen zum Beispiel mal die Brühe. Machst du mal immer 30 Stück in, ja, pro Stunde. Ich meine, so viel brauchen wir nicht. So, der wartet auf Betreuer. Pilzsuppe, Pilze sind nicht da. Das macht Kitesh. Genau. Kitesh ist ja hier. Also dementsprechend haben wir hier also schon mal ein bisschen was in Arbeit. Und das muss ich alles noch gucken, dass ich das noch weiter optimiere. Optimal ausstoße. Du bist ein Typ, ne? Genau, du bist ein Typ, weil für dich habe ich nämlich auch einen hübschen Namen. Gizmo. Du bist mein Gizmo. Passt. Super. Klasse. Ja. Genau, einzelne Häuser brauchen wir hier eigentlich überhaupt nicht. Aber, mein Gott, ist halt so, ne? Manchmal ist das so. Ich habe jetzt ziemlich viele Leute, ne? Also was heißt viele Leute? Ich könnte, glaube ich, noch ein paar. Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, 6 Stück, guck mal, 3 Stück kann ich mir noch besorgen. Der hat zum Beispiel noch gar keinen Namen. Weiß gar nicht, ob das Männlein oder Weiblein ist. Sieht man das irgendwo? Hm. Nee, ich glaube, das sieht man nicht, ne? Höchstens, wenn ich jetzt mal drauf drücke. Ah, guck mal, das ist sie. Pipeline. Also die sammelt ja Ressourcen. Ja, für dich habe ich noch keinen Namen. Aber geht. So. Hm.
Ja, da müssen wir. Da muss ich halt echt gucken. So, okay, guck mal, du hast jetzt Holzplatte, bist du gleich fertig mit 100 Stück. Und dann wird da gleich eine Uhrzeit stehen. Und dann wird sie in 30 Minuten wieder arbeiten. Und jetzt macht sie das. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht sagen sollte, hey, du kümmerst dich um Holz. Wenn du das abgearbeitet hast, ja, dann machst du da hinten. Da hinten weiter, genau. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Was fehlt hier eigentlich? Betreuer ist anderweitig beschäftigt. Okay. Keramikgussformen, ne? Lehm nicht vorhanden. Stimmt, Lehm wollte ich nochmal besorgen gehen. Ja, gerade dunkel, aber es wird auch gleich wieder hell. Was ist denn näher dran? Der dann, ne? 528 ist näher dran. Ich glaube, ich laufe einfach schon mal in der Dunkelheit einfach schon mal rüber. Und dann besorge ich uns mal Lehm. Wobei ich auch noch austesten möchte, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich... Nee. Weiß ich gerade absolut nicht. Aber auch egal, das war jetzt gerade mein Kopf. Man muss nicht alles verstehen, was in meinem Kopf vorgeht. Oha, ist aber dunkel hier. Oh. Ja, dann holen wir uns jetzt einfach nochmal ein bisschen Lehm, dass die Keramikus formen. Und so kannst du eigentlich eine richtig gute Produktionskette machen. Mit diesen Arten. Und da wird es aber noch richtig professionell werden können, ne? Mit den Produktionsketten, dass das wirklich richtig schön ja, in einem Durchlauf. Der eine macht das und dann, ah, du bringst das in die Kiste, dann bringt B das aus der Kiste dahin und macht Material daraus. Und ja, und so weiter. Und dann wird das, denke ich mal, vielleicht, ja, das fällt mir gerade ein. Der Weg ist zu weit. Muss ich denn bei dem Leben vielleicht ein neues Leuchtfeuer machen? Damit ich den da zuordnen kann? Das wäre aber ein bisschen Schwachsinn, ne? Also, weiß nicht, in meinen Augen wäre das jetzt gerade ein bisschen Blödsinn. Aber irgendwas übersehe ich hier auch. Also, die werden ja auch in der Mine arbeiten können. Also muss ich denen, glaube ich, irgendwas geben? Was die, sag ich mal, nutzen können. Dass sie da arbeiten können, ne? Vielleicht muss ich auch so eine Art Laufweg machen. Der eine baut es ab. Dann der andere bringt es dann weiter. Weiß nicht, also irgendwie muss es ja funktionieren, dass ich hier Event eigentlich auch automatisch von den Leuten Lehm abbauen könnte. Von mir zu Hause aus geht's nicht, weil er sagt, Ziel ist zu weit entfernt. Jetzt versuche ich irgendwie zu konstruieren. Vielleicht wurde es mir auch schon gesagt. Also diese Frage stelle ich ja nicht zum ersten Mal. Vielleicht kriege ich es auch noch raus. Vielleicht kriege ich es auch noch ohne eure Hilfe raus. Aber mal schauen. Einfach mal abwarten und Tee trinken. Vielleicht gibt es da ja auch so einen Maskenknoten. Vielleicht mal kurz gucken. Warte mal, Maskenknoten ist Y. Was haben wir da? Verlegung. Nach Reparatur kann das Kernmodul der Maske und der Haube eine andere Maske übertragen werden. Hierdurch kann man mehr Masken unterschiedlichen Typen verwenden. Okay. Spielen von Koma. Kannst du den Lebensraum, Trinkstellen und Futterstellen von Tieren erkennen? Achso. Okay. Mineraluntersuchung. Nee. Nee, da jetzt auch nicht so. Was haben wir denn hier eigentlich? Präzision steigt? Ne, das ist eher so. Es ist eher so Wachstumsraten. Nee. Nee. Also, gut, ich bin mir nicht sicher.
Multifunktionsmodul. Um bei der Maske verschiedene roter Kristallfunktionschips hinzuzufügen, um dadurch die Fertigkeiten der Maske deutlich zu verstärken. Aha. Okay. Nee, jetzt. Da jetzt mal nicht, ne? Gut, wir haben jetzt ein bisschen Leben haben wir bekommen. Würde ich mal sagen, dass ich jetzt doch wieder zurücklauf. Meinem Leuchtfeuer. Und da dann ein bisschen weiter rumarbeite, rumhantiere. Und das dann wirklich alles ein bisschen... Ich glaube, du musst dich gut beschäftigen. Also was die Produktionsketten betrifft, musst du dich gut beschäftigen. Jetzt vielleicht die Bewusstseinsstärke von 18 vielleicht nochmal auf 20 erreichen. Wobei das jetzt noch nicht unbedingt dringend notwendig wäre, weil ich ja jetzt doch durch die Maske ja mehr rekrutieren konnte und nicht durch Leuchtfeuer. Und dann kann ich mich weiterhin auch ein bisschen hier konzentrieren. Ich muss nur halt gucken, wie stelle ich was ein, dass irgendwas gemacht wird, damit es auch dauerhaft immer gut läuft und immer irgendwas dann vorhanden ist, was ich bräuchte. Was kriegen wir hin? Es soll doch gelacht sein, wenn ich das nicht hinkriege. Komplexere Spiele muss man sich halt ein bisschen intensiver mit beschäftigen, ne? So, die Typen lasse ich da mal noch stehen. Ah, oder auch nicht. So, dann halt nicht. Du hast es nicht anders gewollt. Super. Okay, gut. Muru, was machst du eigentlich? Soll ich mal auf Muru gucken? Was machte der nochmal? Die Arbeit. Und zwar... Bergbau. Genau, der macht Bergbau. Okay, mein Alpaka. Oh, erwachsen. Oh. Gegenstand ansehen. Hab mein Alpaka-Sattel. So. Ey, schön. Aber nicht gerade groß, ne? Wie kann ich jetzt damit reiten? Ah, reiten, da. Cool, ey. Na, damit kannst du schon mal längere Wege auf dich nehmen. Wie zum Beispiel, da hinten ist Lehm. Ja, da ist ja nochmal so eine Lehmstelle. Ich laufe hier, glaube ich, einfach nochmal querbeet. Reittiertasche öffnen. Ah. Wie sieht es eigentlich aus? Da ist deine Ausdauer. Ah, links. Links wird es angezeigt. Der hat aber um Mengen mehr Ausdauer als ich, ne? Oh. Das ist ja schon geil. Das ist ja cool. Müsste ich nur mal gucken, wie ich das... Oh ja. Oh, guck mal, und die Ausdauer, wie schnell die hochgegangen ist. Zack, zack, war die wieder oben. Hab die mal ganz kurz runtergelassen. So, wie ist es bei dir? Absteigen. Kannst du mir auf... Folgen. Ich glaube, du folgst mir schon, ne? Wenn ich einmal drauf saß. Das ist cool. Und ratzfatz waren wir jetzt hier drüben, ey. So, lass uns mal darüber laufen. Hey, du folgst mir nicht.
Nee, der bleibt stehen. Okay. Ist eigentlich auch ganz nett, wenn er dann stehen bleibt, dann passt das. Oh, da sind noch mal ein paar Typen. So. Aber genau da ist auch noch mal Leben, ne? Na, willst du auch noch mal? Komm mal her. Komm mal raus da. Ne? Also, und Scheiß fangen wir ja gar nicht erst an. Das können wir gleich mal wieder hier kaputt machen. So ein Mist fangen wir gar nicht erst an. Na, jetzt. So. Aber nein, hier war kein Lebenhaufen. Da hinten ist ein Lebenhaufen. Hier. Nehmen wir den nochmal mit. Oh ja, hier ist eine Menge mehr Leben. Und durch den kannst du natürlich dann auch ein bisschen mehr schleppen, ne? Oder reiten. Wo stelle ich dich denn einfach mal ab? Stell dich einfach mal hier ab. Reittiertasche öffnen. Geilo. Und krass. So, dann bauen wir noch mal Leben hier ab und dann... Aua, das war meine Hand. Das tat ein bisschen weh. Ja, guck, was hier alles ist. Das ist gut. Das ist gut. Ja, hier würde ich gerne einen Typen abstellen. Also genau an dieser Stelle würde ich gerne einen Typen abstellen. Muss ich mich schlau machen. Aber... Ja, weißt du, im Ladebildschirm, da kommen auch immer so Tipps. Da kommen auch immer so Tipps, aber die sind immer so schnell weg. Achso, warte. Die sind immer so schnell weg, die kriege ich gar nicht so schnell gelesen, wie die verschwinden. Bisschen blöd. Und da wird es wahrscheinlich auch irgendwie beschrieben. Beziehungsweise, warte. Ich habe doch hier so ein Hilfeding da. Warte mal. Ah. Wo war das? Ich habe hier ein... Nee, oder war das andere Spiel? Warte mal, was ist denn F11? Achso, das ist das da unten. Okay. Gab's hier nicht? F9 ist ja Anweisung verbergen. Erwurscht. Machen wir I. Die Reisen. Jagd, Stamm, Plan. Okay. Dann ist Mitgliederliste anzeigen. Aha, das ist das. Okay, nee. Das ist L, L ist das, okay. Nee, ich hatte gedacht, dass mir angezeigt wird, aber... Okay. Bin ich mal gespannt, ne? Mein Alpaka... Ja, sobald ich aufsteige, also gewisse Gewicht kriegt er durch mich auch dazu. Das ist schon mal gut. Also da muss man eigentlich auch aufpassen.
Wir reiten hier gleich hier rum. Ja, nicht wieder eine Klippe da, ne? Zack, zack. Voll ist er wieder. Macht das Leben schon wieder etwas leichter, ne? Also, hier das mal kurz so mit dem Reiten ein bisschen. Gar nicht so schlecht. Ja, von den Keramikusformen brauche ich ja auch nicht so ewig viele. Oder von den Bechern und Schüsseln, weil die werden ja so an sich nicht verbraucht. Ich muss nur die Leute abklappern und sagen, du, gibst mir mal deine Schüssel wieder. Oh, hat er hier hingekackt? Aufheben. Fäkalien. Fäkalien von Tieren, die zu Dünger verarbeitet werden können. Okay. Wo ist denn der Düngereimer überhaupt? Weiß es gerade gar nicht. Und der Düngereimer. Hey? Hatte ich den nicht mit aufgebaut? Achso, ja, warte mal. Der ging ja gar nicht auf dem Fundament. Tada! Hier, Düngereimer. Mischdünger. Okay, ich packe ihn einfach mal da rein. Wird schon seine Richtigkeit haben. So, einmal kurz hier so weit alles reinmachen, was da rein gehört. Kisten sind auch schon ziemlich gefüllt. Oh Gott, oh Gott. Mein Gott, guck mal, was da alles schon gefüllt ist. Uha. Genau, jetzt hast du wieder Leben bekommen. Jetzt kannst du wieder weiterarbeiten, ne? Ach, ich hab Hunger. Ja, warte. Essen wir noch mal ein bisschen Fleisch. So. Du hast die Toilette fertig? Bin mal gespannt, die Kornkammer, ne? Müsste eigentlich auch alles dafür da sein. Kann man hier eigentlich dickes Seil machen? Warte mal, dickes Seil, ja. Ah, dann machen wir das nämlich auch mal in die Liste. Dann machen wir hier nämlich mal so 100. 100 pro Stunde, ne? Machen wir 100 pro Stunde und probieren wir einfach mal. Einen Betreuer zuordnen. Du könntest aber... Hier, Kitesh. Machen wir es mal. Ja, da würde Kitesh nämlich gleich herkommen. Entsendung beenden. Was heißt das? Dass der hier bleibt, ne? Verhaltenseinstellung. Automatisch trinken oder mal. Futtertröge. Oh, wo habe ich das nochmal gemacht? Warte mal, Futter. Futtertrog. Ja klar, hier Hühnerfutter. Das muss ich doch. Alpaka-Futter. Futtertrog. Mache ich in der Bauwerkstatt. Mache ich in der Bauwerkstatt. Halt da. Und den Wassertrog entsprechend wahrscheinlich auch. Keramikgussform nicht vorhanden. Dickes Seil nicht vorhanden. Okay. Wir machen mal hier einen Trog draus. Futtertrog. Nicht genügend Material. Ja. So. Und Wassertränke. Einmal da rein. So und so. Genau. Futtertrog, Wassertrog. Wo habe ich das Futter nochmal machen müssen? Futter. Also, wollen wir Straußen, Lama, Alpaka, Futter, Kochherd. Aus Mais, Fasern und Weinreben. Mais, Fasern und Weinreben. Das sollte
gut gehen. Alpaka. Hier. Dann stellen wir das mal ein auf 100, wenn es geht. So, Alpaka-Futter müsste alles da sein. Auch ein bisschen Mais. Ne? Müsste vorhanden sein. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht im Weg stehen. Ja, ist sauber. Kriegst du die Kornkammer auch noch gemacht? Ne, das fehlt dicke Seil, ne? Ne, warte auf Betreuer. Ne, die Kornkammer wird gemacht. Dickes Seil. Oh, hier wurden 100 hergestellt. In der letzten Stunde. Ja, sauber. Ey, klasse. Okay, Wassertränke, Futtertrog. Aha. Muss ich noch einen Stall bauen, wa? Für ihn. Aber jetzt machen wir dich erstmal. Hier, du wirst dich erstmal hier begnügen. Wassertränke. Der Futtertrog. Und die Kornkammer. Kornkammer. Ist noch nicht. Ah, da ist noch zu Gange. Ist aber gleich fertig. Können wir die Kornkammer auch mal ausprobieren. So. Es läuft von alleine, ne? Mit Packerfutter nehme ich mal mit. Futtertrog. So, einmal da rein. Setze ein Stammesmitglied ein, um automatisches Ackerland in der Umgebung zu verwalten. Aussehen, düngen, gießen, ernten. Ja. Okay, dann muss ich jetzt aber erstmal gucken. Okay, warte. Machen wir es mal ganz geschickt. Wir haben ja noch Fundamente. Hehe. Oh. Okay, warte. Machen wir mal die Hälfte. So. Ich glaube, dann werde ich jetzt hier. Hier mal. Bisschen. Mal rausgehen. So. Und dann werden wir hier mal Ackerland machen, ne? Wir haben ja einiges an Fundamente. Okay, weitere Fundamente holen. Es sind halt auch viele Fundamente, die ich hier verballere, ne? So ist es ja nicht. So, bestätigen. Hm, wir sollten hier nochmal weitere Fundamente machen. Als Fundamente D. Und dann. Nochmal 500. Die Keramikgussform ist nicht vorhanden. Material, Keramikgussform nicht vorhanden. Warum machst du nicht einfach dann das nächste? Hm? Warum machst du selbst nicht selbstständig einfach das nächste? Wahrscheinlich muss ich da einfach das alles mit Zeit integrieren. Dass die einfach sagen, okay, das mache ich jetzt gerade nicht, also mache ich das nächste. Ich werde da schon noch hinterkommen, wie ich das am besten alles einstelle. Ja gut, das Ackerland ist schon ein bisschen groß, ne? Okay,
Okay, so, zack, zack, zack. Wow. Ja, was man hier nicht alles zu tun hat, ne? So, Bauhammer. Wie war das? Z gedrückt, um Stil zu ändern? Was hat sich jetzt geändert? Z halte gedrückt, um Stil zu wechseln. Gebäude versetzen. Du kannst dieses Gebäude nicht versetzen. Demontieren. Okay, also versetzen können wir es nicht, aber wir können... So, guck mal, hier ist ein Ackerland. Machen wir mal... Automatisch einrasten. Okay. Beim nächsten wahrscheinlich. Machen wir es so. Nutzart festlegen. Da machen wir jetzt mal Mais. Genau, Mais. Dann muss die Kornkammer hier noch irgendwie hingestellt werden. Ich glaube, die stelle ich mal hier hin. Kornkammer. Lager von Kornkammer. Ach so. Ja. Okay, Moment. Wer hatte noch gar keine Arbeit von euch? Ich glaube, du. Also Gizmo. Gizmo? Ah, stand noch verfügbar, ne? Okay. Den Dünger? Ja, den Dünger kann man leider... auch. So, Kompost. Aus Baumrinde machen wir mal den Kompost. So, aber du wirst mal... Ja gut, ich weiß nicht, wie viel ich brauche, ne? So 50 Stück herstellen. Fäkalien. Noch ein Pulverdünger. Fäkalien. Ja gut. Okay, ich glaube, du wirst jetzt einfach mal mit dem Komposter anfangen, ganz normal. Und dann wirst du da mal Mais aussehen. Ach komm, mach da auch schön akkurat, ne? Mit den 89 Minuten Reifen. Ja, guck mal, da steht Hydration, Kompost, Aschedünger, Knochenpulver, Dünger, Steinpulverdünger. Aber wie bekommst du jetzt automatisch Wasser? Also ich habe noch viele Fragezeichen über den Kopf, ne, wo ich einfach noch gucken muss, wie ich das hier mache. Also da ist ja zumindest mal das drinne. Ja, ich weiß es nicht, warte mal. Futtertrog. Einstellung von Nahrung. Ah, okay, da könnte ich einstellen, was da alles reingehört. Bitte wähle aus, mit welcher Art von Nahrung der Betreuer die Tiere füttern soll. Aha. Alpaka-Futter. Bestätigen. Und da kann ich... Das ist nur zwei drin. Da ist gar keine drin. Wo sind meine ganzen... Wasserteile. Wer hat das jetzt hier reingepackt, das Alpaka-Futter? Wo sind denn die ganzen... Da. Da, okay.
Mache ich das mal kurz. Gizmo ist... Ja, wunderbar, ist schön. Wasser entnehmen. Und dann... Wie mache ich das jetzt? Muss ich das hier unten drauf packen? Wassermenge 0. Kann aber auch nichts reinpacken. Nur abreißen, versetzen, demontieren. Ah, kann das sein, dass es da durch Regen reinkommen muss? Wäre aber doof, ne? Das wäre aber schon doof. Habe ich irgendwie ausgeleert. Ach, sieh mal an. Guck mal, so kriege ich Wasser rein. Oh. Blaues Kerlchen. Hin und wieder mal. Oh, guck mal. Aber durch Regenwasser wahrscheinlich auch. Schön, super. Okay, dann sage ich aber Dankeschön fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter hier. Tschüss.